Wir befinden uns mitten im digitalen Zeitalter. Technik wird immer günstiger und somit auch Kameras für immer mehr Leute erschwinglich. Deswegen möchte ich euch heute 5 Gadgets für Filmmaker vorstellen, die ihr definitiv brauchen könnt. Als erstes Gadget heute habe ich hier ein akkubetriebenes LED-Panel. Es muss natürlich nicht genau das hier sein, ich verlinke euch meins aber trotzdem mal unten in der Videobeschreibung. Und da gibt es 2 Punkte, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch eins kauft. Der allererste Punkt ist, es sollte auf jeden Fall akkubetrieben sein. Denn so ein kleines Teil hier ist definitiv euer Retter in der Not, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und shootet was, beispielsweise fernab von jeglicher Steckdose, und ihr braucht einfach schnell Licht. Egal, ob einfach als Hauptlichtquelle oder beispielsweise, wenn ihr ein Interview shootet und braucht einfach ein kleines Backlight, was von hinten auf eure Person scheint, dann könnt ihr dieses Ding ganz einfach anschalten. Ihr könnt es hier dimmen, könnt sogar die Farbtemperatur einstellen und dann ganz einfach irgendwo in den Schrank beispielsweise reingestellt, und schon sorgt es dafür, dass ihr richtig gutes Interviewlicht habt. Aber es gibt, wie gesagt, auch noch einen zweiten Punkt, wo ihr drauf achten solltet, wenn ihr euch so ein kleines LED-Panel holt. Und zwar schaut, dass es nicht nur weißes Licht kann, sondern auch RGB. Braucht man jetzt an sich, wenn man normal shootet oder Interviews dreht, nicht unbedingt, aber das kann man auch wunderschön benutzen, um Produktshots zu machen. Einfach close euer Produkt gefilmt, hier beispielsweise blau, rot oder lila eingestellt, wunderschöne Farben, und dann einfach so leicht um euer Produkt rumgegangen mit dem Licht, gibt einen unheimlich schönen Effekt. Und könnt ihr beispielsweise dann auch, wenn es RGB kann, auch für Fotos benutzen, wenn ihr nicht nur Filmmaker seid, sondern gern auch ein paar Fotos macht. Wie gesagt, RGB muss nicht unbedingt sein, ich empfehle es euch aber, ihr werdet es früher oder später brauchen. Und als Gadget Nummer 2 heute habe ich hier diesen kleinen Magic Arm. Die Dinger gibt es in verschiedenen Größen und die Dinger haben auch wieder tausende verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Für die Leute, die nicht wissen, was so ein Magic Arm ist, grundsätzlich könnt ihr damit einfach nur irgendwas irgendwo festmachen. Aber das, wie der Name schon sagt, mit ein bisschen Magie. Denn wie so ein Magic Arm aufgebaut ist, für die, die es nicht wissen, am Anfang und am Ende habt ihr jeweils ein Kugelgelenk. Und in der Mitte habt ihr nochmal ein einfaches Gelenk. Aber ihr habt nur eine Schraube, mit der ihr den ganzen Magic Arm festziehen könnt oder später auch wieder lösen könnt. Und zwar über die Schraube in der Mitte. Wenn ihr die einfach aufdreht, wird der ganze Magic Arm locker. Damit also auch die Kugelgelenke am Anfang und am Ende. Und hier könnt ihr jetzt beispielsweise einen externen Monitor draufschrauben, ein externes Licht draufschrauben, ein Mikrofon draufschrauben, whatever, was auch immer ihr beispielsweise an eurer Kamera festriggen wollt. In dem Fall hier von dem Magic Arm ist da auf der einen Seite sogar auch noch ein Blitzschuhhalter dran. Das heißt, ihr könnt es auch ganz einfach auf eine DSLR beispielsweise in den Blitzschuh stecken und auf die andere Seite beispielsweise ein Mikrofon oder ein Licht dran machen. Oder ihr könnt den Blitzschuh auch einfach abschrauben und habt dann 2 1/4 Zoll Schrauben. Und wenn ihr dann eure Position gefunden habt, in der ihr beispielsweise euren externen Monitor oder euer Licht haben wollt, dann schraubt ihr einfach nur die eine Schraube in der Mitte fest. Und wie gesagt, mit ein bisschen Magie wird der ganze Magic Arm fest, also auch die beiden Kugelgelenke am Anfang und am Ende. Und diese Dinger hier sind Gold wert, wenn ihr irgendwas beispielsweise an eurer Kamera festriggen wollt. Also die Dinger hier habe ich wirklich in verschiedenen Größen und die sind, wie gesagt, Gold wert. Der kleine ist super, um einen externen Monitor an der Kamera festzumachen, oder auch der Magic Arm, eine Nummer größer, hält ohne Probleme eine DSLR oder DSLM aus. Der kommt dann auch eine Nummer größer mit einer Klemme, also wenn ihr irgendwo ein Rohr habt, ein Geländer oder ein Stativ oder so, ohne Probleme könnt ihr da den Magic Arm einfach festmachen. Wie gesagt, ihr könnt alles Mögliche damit festriggen und die Dinger sind wirklich Gold wert. Und das dritte Gadget, was definitiv jeder Filmmaker brauchen wird, ist das Rode Wireless Go 2. Meins ist zwar gerade in Benutzung und ich habe hier nur das der ersten Generation, um es euch zu zeigen, aber ich meine explizit das der zweiten Generation. Denn auf der einen Seite ist das hier eine mega geile Funkstrecke. In diesem kleinen Kasten hier ist ein Akku drin, ein USB-C-Port zum Aufladen, ein Mikrofon und auch nochmal einen Anschluss für ein externes Mikrofon. Bedeutet, ihr könnt diese Teile hier einfach so wie es ist nutzen, ans T-Shirt oder ans Hemd von eurer Person klemmen und es kann direkt losgehen. Oder ihr wollt später nochmal upgraden und dann habt ihr die Möglichkeit, das Ding hier nur als Funkstrecke zu benutzen und ein externes Lavaliermikrofon beispielsweise nochmal anzuschließen. Aber all neben dem ist der größte Benefit vom Rode Wireless Go, neben dem, dass es eben eine ziemlich nice Funkstrecke ist, der, dass wenn ihr eine DSLR habt, die nur einen simplen Mini-Klinken-Mikrofon-Eingang hat, die Möglichkeit trotzdem habt,
zwei verschiedene Mikrofone aufzuzeichnen und somit ganz simpel, wenn ihr ein Interview habt, zwischen zwei Personen getrennte Audiospuren habt, um sie getrennt später nachzubearbeiten. Das funktioniert so, eine DSLR kann zwar nur eine Tonspur aufnehmen, das ist aber eine Stereospur. Bedeutet, sie hat einen rechten Kanal fürs rechte Ohr und einen linken Kanal fürs linke Ohr. Und das Rode Wireless Go splittet das einfach, dass ihr das eine Mikrofon auf dem rechten Kanal habt und das zweite Mikrofon eben auf dem linken Kanal. Und später im Schnitt könnt ihr diese Audiospur dann einfach duplizieren und dann jeweils die eine Seite ausschalten und habt dann wunderschön in einer Audiospur zwei Mikrofone, die ihr separat voneinander bearbeiten könnt, was wie gesagt extrem sinnvoll ist, wenn ihr ein Interview habt, einfach zwischen zwei Personen, könnt ihr ganz simpel ohne weiteren Aufwand zwei Mikrofone in einem Mini-Klinkenanschluss aufnehmen. Jetzt haben wir uns schon über Audio und auch Licht unterhalten, jetzt wollen wir aber natürlich auch noch was für unser eigentliches Bild tun. Und da kann ich jedem Filmmaker nur so einen externen Field Monitor hier ans Herz legen. In dem Fall von diesem Monitor hier kann der nicht nur einfach das Kamerabild größer darstellen, sondern der erweitert sogar den Funktionsumfang eurer Kamera. Aber wie gesagt, erstmal ist es schön, das Bild größer sehen zu können, denn auf dem kleinen Kameradisplay ist es manchmal ein kleines bisschen schwierig, die Schärfe zu ziehen oder einfach auf einem größeren Monitor kann man gewisse Dinge einfach besser erkennen. Das ist schön, dafür ist so ein externer Monitor nice, gerade auch, wenn man beispielsweise eine Kamera hat, die kein Flipscreen hat und so kann man den Monitor hier drehen oder auch einfach in die Hand nehmen und das Bild viel besser aus verschiedenen Winkeln sehen. Das ist wie gesagt nice, aber in dem Fall von dem Monitor hier kann der auch die Funktionen der Kamera erweitern. Denn dieser Monitor hier hat Funktionen wie beispielsweise ein Histogramm oder Focus Peaking, False Colors oder die Zebras eingebaut. Alles wichtige Funktionen, die euch helfen, euer Bild zu checken, ob es richtig scharf ist, ob es überbelichtet ist, etc. Und wenn eure Kamera das von Haus aus nicht kann, könnt ihr ganz simpel diesen Monitor hier mit HDMI anschließen und dann die Funktionen einfach im Monitor nutzen. Und ihr braucht euch auch übrigens keine Sorgen machen, wenn ihr das HDMI-Signal von eurer Kamera beispielsweise noch für einen Livestream braucht. Dieser Monitor hat auch einen HDMI Pass-Through, bedeutet Monitor einfach an die Kamera mit HDMI angeschlossen und dann mit Full-Size HDMI das reine Kamerabild ohne Histogramm, ohne Focus-Peaking etc. einfach weitergeben, beispielsweise an den Bildmischer oder nochmal in eine Funkstrecke rein, um das Bild woanders da nochmal sehen zu können. Und gerade dieser Monitor hier in Kombination mit dem Magic Arm kann ich euch wirklich empfehlen. Den könnt ihr dann ganz einfach hier unten einfach festschrauben und dann wie gesagt mit dem Magic Arm hier, der hat einen Blitzschuhhalter, den könnt ihr aber auch abschrauben und habt dann eine normale Schraube, wenn ihr eine professionellere Kamera oder auch einen Cage habt beispielsweise und dann könnt ihr den Monitor hier ganz simpel einfach an eurer Kamera befestigen. Jetzt habe ich euch natürlich einiges an Equipment vorgestellt, aber das ganze Zeug muss natürlich auf der einen Seite auch transportiert werden, aber auf der anderen Seite auch so transportiert werden, dass nichts kaputt geht. Und da habe ich Gadget Nummer 5 für euch und jetzt auf keinen Fall erschrecken, und zwar ist das dieser riesen Kamerakoffer hier. Und viele Leute denken immer, dass so ein Koffer ein Vermögen kostet. Und ich sage euch, dieses Ding hier kostet gerade mal 60 Euro auf Amazon und auf manchen anderen Seiten im Internet sogar nur 50 Euro. Genau dasselbe Modell. Dieser Koffer hier, fast 35 Liter, kann wasserdicht verschlossen werden und auf der Vorderseite hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, ein Schloss einzuhängen, damit der Koffer auch wirklich verschlossen ist. Und das Schöne ist hier, rechts und links und dann vorne nochmal eins und zwei habt ihr riesige Schnallen, die den Koffer wirklich perfekt zuhalten. Und das Schöne ist bei dem, wenn wir den einmal öffnen, ihr seht, der ist noch komplett neu, dort habe ich noch nichts eingeräumt, der kommt mit Schaumstoff. Und das Spezielle an diesem Schaumstoff hier ist, der ist vorgeschnitten in 1x1 cm große Teile, die ihr dann einfach nach eurem Belieben rausreißen könnt und den Koffer so customizen könnt, wie ihr ihn braucht. Ich habe ein Video, da habe ich meinen ersten Koffer schon mal vorgestellt. Das verlinke ich euch hier oben in der Infokarte. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, was sich alles in dem Koffer befindet. Der zweite Koffer hier jetzt ist für die ganz neue Kamera, die Blackmagic Ursa. Also ein Koffer für nur eine Kamera. Die habe ich euch ja im letzten Video vorgestellt. Wenn ihr das auch noch nicht gesehen habt, gerne auch nochmal hier oben abchecken. Eine riesengroße, absolut kranke Kamera. Und
Wie gesagt, das Schöne ist, der kommt mit dem Schaumstoff, der ist vorgeschnitten und den könnt ihr dann nach eurem Belieben anpassen. Also checkt auf jeden Fall gerne mal mein Video zu meinem ersten Koffer aus, was ich schon gemacht habe, wenn ihr einfach ein bisschen Inspiration braucht. Aber wie gesagt, nehmt einfach diese paar Euro in die Hand und wirklich schützt euer Equipment. Und falls ihr gar nicht so viel Equipment habt, diesen Koffer gibt es auch in verschiedenen Größen, also wenn ihr gar nicht so einen großen Koffer braucht, verlinke ich euch wie gesagt alles unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne jetzt noch ein Abo auf dem Kanal da, um auch in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche Donnerstag im neuen Video wieder. Bis dahin, Freunde, macht's gut, ciao!